Das Fehlen eines eigenen Staates über das 19. Jahrhundert hinweg prägte das gesellschaftliche und politische Leben in Polen in allen Bereichen nachhaltig. Die polnischen Gebiete, aufgeteilt zwischen Russland, Preußen und Österreich, konnten sich auf wirtschaftlicher und zivilisatorischer Ebene nicht frei entfalten. Auf dem russischen Teilgebiet herrschte das autokratische, zaristische Regime. Alle wurden unter der Herrschaft des Zaren geboren und starben unter ihm. Das autoritäre russische Regime führte zum Ausbruch des Januaraufstands im Jahr 1863. Der Aufstand wurde brutal durch das russische Militär zerschlagen und seine Teilnehmer, sowohl Männer als auch Frauen, wurden mit Gefängnis und Verbannung nach Sibirien bestraft sowie von eigenem Land enteignet. Eine Dekade später ertönte in der polnischen Presse das gesellschaftliche und ökonomische Problem der alleinstehenden Frauen. Sie waren ihrer Unterhaltsquellen enteignet und ohne Qualifikationen und Bildung, die ihnen erlaubt hätten, Arbeit zu finden. Die Diskussion über die Lage der Frauen initiierte eine Gruppe von Warschauer Positivisten, bekannte Redakteure und Schriftsteller. So entstand die Frauenfrage, der Ruf nach Gleichstellung der Rechte von Frauen und Männern, der sich auf dem russischen, österreichischen und mit der Zeit auch im preußischen Teilgebiet ausbreitete. Die Diskussionen betrafen die Ungleichheiten der Frauen in Bezug auf das Zivilrecht. Die Teilungsmächte lehnten ihre Gesetzgebung an den napoleonischen Code Civil an, der in den meisten Ländern Europas galt. Die polnischen Frauen wurden der Autorität ihrer Männer unterstellt. Sie durften nach dem Tod ihres Mannes ihre Kinder nicht allein erziehen, verfügten nur über ein beschränktes Erbrecht und konnten keine Verträge und Testamente beglaubigen. Nach der Eheschließung mit einem Ausländer wurden sie automatisch zu Bürgerinnen des Staates des Mannes. Die Positivisten machten sich stark für eine Gleichstellung der Geschlechter im Zivilrecht und schlugen Reformen in der Bildung vor, sowie den Ausbau des Berufsschulwesens und die Gleichstellung von Bildungsprogrammen für Mädchen und Jungen. Es wurde klar, dass die Gleichberechtigung von Frauen nicht ohne den Zugang zur Bildung gewährleistet werden konnte. In den Gebieten, die von Preußen, später Deutsches Reich, annektiert wurden, existierten überhaupt keine Universitäten. Im russischen Teilungsgebiet wurde den Frauen die Aufnahme zum Studium an der russifizierten Universität Warschau verwehrt. Im autonomen Galizien durften die Polinnen in den 1890er Jahren an der Jagiellonen-Universität studieren. Allerdings standen ihnen nur die medizinische und die philosophische Fakultät offen. Die Chance auf höhere Bildung erhielten sie nur, wenn sie das Land verließen. In die Schweiz, nach Frankreich oder Belgien. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stellten Polinnen und Russinnen den größten Anteil der studierenden Frauen an der Pariser Sorbonne dar. Der Großteil der Polinnen konnte sich ein kostspieliges Studium im Ausland nicht leisten. Im Hinblick auf die weniger privilegierten Mädchen rief die Publizistin und Aktivistin Jadwiga Stawinska-Dawidowa eine geheime Akademie für Frauen ins Leben, die Fliegende Universität. Sie wurde über private Mittel finanziert und ihre Dozenten waren außerordentliche polnische Gelehrte. Die Fliegende Universität wurde zur Schmiede aktiver Frauen, die sich in den kommenden Dekaden im gesellschaftlichen, politischen und akademischen Leben beteiligten. Eine der Absolventinnen der Fliegenden Universität war Maria Skłodowska-Curie, die erste Frau in der Geschichte, die zweimal mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, 1903 mit dem Nobelpreis für Physik und 1911 mit dem Nobelpreis für Chemie. Jedną z najgroźniejszych stron panowania rosyjskiego był ucisk wywierany na szkoły i dziecko. Szkoły były całkowicie zruszczone, miały cele zupełnie niezgodne z duchem narodowym polskim. Wszystkie przedmioty wykładane były po rosyjsku, przez Rosjan, wrogo nastrojonych względem Polaków. Stąd wartość nauki była nader wątpliwa, a atmosfera w szkole wprost nie do wytrzymania. Dzieci wiecznie podejrzewane i szpiegowane wiedziały o tym, że jedna rozmowa polska albo słowo nieostrożne mogły poważnie zaszkodzić nie tylko im samym, lecz także i rodzinom. In den 1890er Jahren entstanden nach und nach Suffragettenkreise. Zu den bedeutendsten gehörten die in den Städten aktiven Feministinnen für den Fortschrittlichen Bund für die Gleichberechtigung der polnischen Frauen, ZRKP, die christliche Organisation vereinter Gutsbesitzerinnen,
ZKZ sowie die Dromedarinnen, eine Gruppe sozialistischer Unabhängigkeitsaktivistinnen, die der Kampforganisation der polnischen sozialistischen Partei PPS angehörten. Die Schirmherrinnen aller Suffragetten waren Eliza Orzeszkowa und Maria Konopnicka. Die Mutter der polnischen feministischen Bewegung war Paulina Kuczalska-Reinschmidt, die Mitbegründerin und Chefredakteurin von STER, 1895 bis 1897 in Lemberg, ab 1907 in Warschau, dem Presseorgan des Bundes für die Gleichberechtigung der polnischen Frauen, ZRKP. Zu den ständigen Mitarbeiterinnen der Warschauer Zeitschrift STER gehörten die Historikerinnen Helena Witkowska und Romualda Baudin de Courtenay, die begabte Malerin Maria Dulombianka, die gesellschaftliche Aktivistin Józefa Bojanowska, die Volkswirtin Sofia Daszyńska-Golińska und die Ärztin Justyna Budzińska-Tylicka. Die feministischen Kreise führten in ihren Magazinen eine Kampagne zur Gleichstellung der Rechte von Frauen und Männern, legten Formen der Diskriminierung in Bezug auf die Familie dar, traten gegen die Doppelmoral ein und machten auf das Problem von Prostitution und Geschlechtskrankheiten aufmerksam. Sie forderten sittliche Reinheit, sexuelle Enthaltsamkeit vor der Heirat und eheliche Treue. Prawa wyborcze, polityczne nie są celem, ani uzupełnieniem zdobywanych swobód, ale środkiem do osiągnięcia społecznego i cywilnego równouprawnienia kobiety z mężczyzną, a następnie dalszej równoprawnej już z nim współpracy nad tworzeniem wspólnie lepszego ustroju społecznego. Als die Feministinnen die Agitation bezüglich der Frauenrechte in den Städten begannen, breiteten christliche Demokratinnen diese in den Provinzen aus. Die Frauenorganisation Vereinter Gutsbesitzerinnen, ZKZ, lehnten ihr Programm an die Soziallehre der katholischen Kirche an. Die Begründerin des ZKZ, Maria Kleniewska, nach der Veröffentlichung der Enzyklika Rerum Novarum versammelte sie um sich einen Kreis aktiver Frauen, die dem Adel entstammten, um gegen die ökonomische Ausbeutung zu kämpfen, Kooperationen zu gründen und die Idee der sozialen Solidarität zu verbreiten. Zu den führenden Persönlichkeiten des Vereins gehörten Maria Rociewicz, Maria Kretkowska, Maria Kaczewska, Irena Kosmowska. Das Ende des 19. Jahrhunderts war von einem rasanten Wirtschaftswandel geprägt und damit einhergehend von einer Massenmigration junger Frauen in die Städte. Dorfmädchen, die keinen Beruf erlernt hatten, verdingten sich als Dienerinnen. Sie wurden schlecht bezahlt und genossen keine Schutzrechte. Die Dienerinnen hatten keine festen Arbeitsstunden. Da die Voraussetzung für ihre Arbeit ein zölibatäres Leben war, kamen diese Frauen im Alter in elende Armenhäuser. Jungen Mädchen drohte dagegen häufig in den Häusern ihrer Arbeitgeber sexueller Missbrauch. Die christlichen Demokratinnen kritisierten die Wohltätigkeit und gründeten stattdessen Genossenschaften. Sie organisierten Bauernverbände auf dem Land, die sich aus Bauern, Frauen und Mädchen zusammensetzten. Für Mädchen gründeten sie Berufsschulen, an denen Koch-, Schneider-, Stick- und Krankenpflegekurse mit Schreib-, Lese- und Buchhaltungsunterricht verbunden waren. Sie brachten Hebammen aufs Land, um die Todesrate von schwangeren und gebärenden Frauen zu mindern. Sie legten Kinderspielplätze an und brachten ihren Schutzbefohlenen die Grundsätze der Hygiene und der Kinderbetreuung bei. Sie verbreiteten die Idee der Genossenschaften, gründeten Geschäfte, in denen lokale Handwerkswaren und Lebensmittel verkauft wurden. In ihren sozialen Tätigkeiten orientierten sich die christlichen Demokratinnen am Beispiel des Kapuziners Honorat Kosminski, der mehrere dritte Orden Tertiara zur Betreuung von Mädchen und Frauen aus Arbeiterfamilien gründete. Die Mitglieder des Laienschwesterordens verrichteten Arbeit in verschiedenen Bereichen auf dem Land und in der Stadt. Die größte Rolle spielte dabei die Betreuung von Bauernmädchen, die bei der Ankunft in die Stadt besonders anfällig für Demoralisierung und Armut waren. Praca nad ochroną macierzyństwa wtedy może się dopiero stać powszechną, gdy kobiety zyskają prawa polityczne i same będą mogły rozstrzygać sprawy dotyczące ich. Sowohl die Aktivistinnen des feministischen ZRKP als auch die des christlich-demokratischen ZKZ wollten die in den verschiedenen Herrschaftsbereichen waltenden Rechtssysteme reformieren.
Die jüngste Generation der Frauen stellte fest, dass der despotische Charakter des russischen Staates die Möglichkeit des Erlangens von politischen Rechten für Männer und Frauen ausschließt. Die zivilisatorischen Verzögerungen in den österreichischen und preußischen Teilgebieten zeigten, dass nur der eigene Staat Mittel zur gesellschaftlichen Modernisierung und Gleichstellung der Rechte für Frauen und Männer bietet. Ab dem Jahr 1905 schlossen sich die Dromedarinnen der Kampforganisation der PPS unter dem Vorsitz von Josef Piłsudski an. Diese Strömung wurde von Aleksandra Szczerbińska, Maria Owczakówna, Hanna Pasalska, Józefa Rodziewiczówna und Sofia Brausowa vertreten. In Fabriken betrieben sie Agitation für die Unabhängigkeit. Sie nahmen auch an diversen Aktionen teil, die gegen die unterdrückende russische Regierung gerichtet war. An vereinbarte Treffpunkte transportierten sie unter ihren Kleidern Munition und Mauserpistolen für die Kämpfer. Sprengsätze versteckten sie unter ihren Korsetts. Für ihr politisches Engagement zahlten sie mit Verbannung und Gefängnisstrafen. Im Vorfeld des Ersten Weltkriegs handelten sie mit Piłsudski die Schaffung einer weiblichen paramilitärischen Organisation aus. Na program składały się nauka o broniach, pistolecie Mausera, pistolecie Browninga, karabinie, obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, dynamitem i ekrazytem, składanie i rozbieranie bomb, robienie szkiców terenowych, czytanie map. Uczono nas prania paszportów. Na kursie drugiego roku wykładano geografię militarną, musztrę, organizację intendentury, technikę dywersyjną, obronę miast, taktykę i zagadnienia ogólnowojskowe. An den Fronten des Ersten Weltkriegs und des polnisch-bolschewistischen Krieges trafen sich die Vertreterinnen der wichtigsten Suffragettenorganisationen. Frauen traten in die polnische Militärorganisation ein und errichteten weibliche paramilitärische Organisationen wie die Frauenliga zur militärischen Unterstützung polnischer Truppen und die Freiwilligen Legion der Frauen. Einige Frauen kämpften an der Front in Männeruniformen und unter männlichen Decknamen. Andere dienten bei gefährlichen Aktionen im Nachrichtendienst. Piłsudski podkreślał nieraz, że nadał kobietom prawa polityczne nie dlatego, że się o nie dopominały, lecz dlatego, że zdobyły sobie te prawa przez czynny udział w walkach o niepodległość. Im November 1918 kam Józef Piłsudski aus dem Gefängnis in Magdeburg nach Warschau zurück. Bevor der Warschauer Regentschaftsrat die Macht an ihn übertrug, wurde nicht geplant, den Frauen das Wahlrecht zu verleihen. Angesichts dessen veranstalteten im September und November 1918 politische Aktivistinnen zahlreiche Kundgebungen und Kongresse von Frauen aus allen drei Teilungsgebieten unter dem Motto „Gleichgestellte Frau im freien polnischen Staat“. My, Polki, nie chcemy być biernymi widzami, lecz chcemy wziąć bezpośrednio udział w tym dziejowym momencie zmartwychwstania Polski. I otwieramy zjazd pod hasłem uobywatelnienia kobiet w niepodległym, zjednoczonym państwie polskim. Am 28. November erschien der Erlass des Staatsoberhauptes über die Wahlordnung bei der Wahl zum gesetzgebenden Sejm. Wählen durften alle Staatsbürger, die das 21. Lebensjahr vollendet hatten. In Artikel 7 wurde bestimmt, Wähler sind alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, denen das aktive Wahlrecht zusteht. Musimy wszystkie na równi z mężczyznami wybierać posłów do konstytuanty i wśród tych posłów mieć swoje przedstawicielki. Nam też leży na sercu, jaka będzie Polska, jaka w niej władza, jaka gospodarka, jakie szkoły, jakie podatki. A oprócz tego musimy też znaleźć się w Sejmie, aby upomnieć się o swoje prawa, o swoje krzywdy. Tego za nas mężczyźni nie zrobią. So begaben sich im Januar 1919 die Frauen als vollberechtigte Staatsbürgerinnen der Zweiten Republik Polens erstmals zu den Wahlurnen. Byłem tym w państwie polskim, który z piórem w ręku i uśmiechem na ustach podpisał wasze prawa. Prawa kobiet, równające je w swoich prawach z mężczyznami. Die ersten weiblichen Abgeordneten in der Geschichte des polnischen Parlamentarismus wurden Zofia Muraczewska, Gabriela Balicka-Iwanowska, Irena Kozmowska, Jadwiga Czubinicka, Maria Modziudłowska, Zofia Sokolnicka, Franziszka Wyczkowiakowa, Anna Piasecka,
Die Gruppe der weiblichen Abgeordneten gründete überparteilich gemeinsame Grundbausteine des ökonomischen und sozialen Sicherheitsnetzes. In der Zweiten Republik Polen wurden alle diskriminierenden Regelungen gegenüber Frauen im Zivilrecht abgeschafft. Bildungsprogramme wurden an beide Geschlechter angeglichen. Das Schulsystem wurde für Grund-, Mittel- und Hochschulen ausgebaut. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts schwankte der Anteil der Studentinnen an nationalen Universitäten zwischen 27% und 40%. In geisteswissenschaftlichen Fächern stellten sie bereits die Mehrheit der Studierenden dar. Die Errungenschaften von Maria Skłodowska-Curie ebneten den Weg für Frauen in der Wissenschaft in Europa und den Vereinigten Staaten. Im Zweiten Weltkrieg kämpften Frauen in der Heimatarmee und füllten wichtige Funktionen in der polnischen Untergrundregierung aus. Die Idee der Fliegenden Universität als Plattform des freien Gedankenaustausches kehrte während der kommunistischen Zeit in Polen in den Kreisen der politischen Opposition zurück. Frauen spielten auch eine wichtige Rolle in der Solidarność-Bewegung und beteiligten sich so beim Sturz des Kommunismus 1989. Bauernverbände, die durch die Organisation Vereinter Gutsbesitzerinnen gegründet wurden, wurden später in den Verband der ländlichen Hausfrauen umbenannt und sind bis heute die wichtigsten Organisationen aktivistischer Frauen in kleinen Orten und auf dem Land. Der Feminismus Anfang des 20. Jahrhunderts machte auf die Notwendigkeit der Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam, welche einen wichtigen Pfeiler für die moderne demokratische Gesellschaft darstellte. Das Motto der sozialen Solidarität, die Linderung der brutalen Folge des Kapitalismus, welche durch die christlichen Demokratinnen verbreitet wurde, ist bis heute aktuell. Die Parole doppelt frei wurde auf den Kongressen ausgerufen, nachdem das Dekret des Staatsoberhauptes im November 1918 erlassen wurde. Der Kampf um die politischen Rechte, gepaart mit der Idee der Unabhängigkeit, formierte unter den Frauen das Ethos der Verantwortlichkeit für den Staat. Podczas II wojny światowej stwierdziłam z głębokim wzruszeniem, że pokolenie naszych dzieci, podejmując w szeregach Armii Krajowej walkę z okupantem, interesowało się naszymi doświadczeniami i naszą pracą konspiracyjną w drużynach strzeleckich, w Związku Strzeleckim i w Polskiej Organizacji Wojskowej. Bo istotnie, walka o wolność przechodzi dziedzictwem z pokolenia na pokolenie.